Hallo und herzlich willkommen. Die Aufnahme hat gerade eben ein bisschen gespackt, deshalb sind wir jetzt ein paar Tage vorher. Ja, wo wir in der letzten Folge waren, war, dass wir die Armee etwas unorganisiert haben. Und jetzt kümmern wir uns in dieser Folge wahrscheinlich eher ums Wirtschaftliche und schauen dann mal weiter. In der Aufnahme, die mir verloren gegangen ist, haben wir kurz Marino umorganisiert, dass wir eine Ostseeflotte haben und eine Kriegsmarine. Und ja, ich denke, wir werden jetzt einfach mal schauen, wohin uns das alles führt. Nee, ich denke, wir werden jetzt erstmal die verbesserten Bedingungen für die Arbeiter machen, weil an sich die Stabilität weiterhilft, vor allen Dingen wirtschaftlich. Und das ist ja einer der wichtigsten Punkte momentan, wo unser Hauptaugenmerk drauf ist. Gucken wir mal. Was auch relativ wichtig ist, was wir jetzt auch machen werden, ist, wir werden eine Lufttruppe für die Ostsee aufbauen, weil oftmals wird das unterschätzt, dass Luftnahunterstützung oft einen relativ entscheidenden Faktor in der Seeschlacht haben können. Insgesamt ist meiner Meinung nach bei vielen Leuten die Luftwaffe nicht so stark angesehen, wie sie wirklich ist. Und die Luftwaffe ist wirklich ein sehr starker Faktor in diesem Spiel. Also wie man jetzt sieht, haben wir schon zwei Luftgeschwader, die üben. Das Berliner Luftgeschwader und die Königsberg 1. Ich denke, wir werden auch noch kurz ein Geschwader in Baden-Württemberg ausheben. An sich gibt es natürlich auch andere Leute, die andere Strategien verfolgen. Wenn ihr wollt, ich lasse euch das kurz auf. Ihr könnt gerne pausieren, dann könnt ihr euch gerne das anschauen, aber ich werde das jetzt nicht vorlesen. Aber ich kann euch das kurz erklären. An sich ist das Flottenabkommen einfach nur dafür da gewesen, um das große Wettrüsten nach dem Ersten Weltkrieg zu verhindern. Darum ging es hauptsächlich. Wir werden auf konzentrierte Industrie gehen. Durch die konzentrierte Industrie haben wir später den Riesenvorteil, dass wir, wenn es unserer Wirtschaft gut geht, eine relativ große Marine bauen können. Und wir können uns das auch erlauben, da wir eine starke Luftwaffe aufbauen und nun mal mit einer starken Luftwaffe in einem gewissen Maße die Sicherheit der Industrie auch gewährleistet werden kann. Ja, an sich würde ich erstmal sagen, dass wir diese Armeegruppenbezeichnungen einfach mal über den Haufen schmeißen und für unsere eigenen Truppen nehmen. Als Erkennungszeichen für die Armeegruppe in Königsberg nehme ich jetzt mal das Pferd. Ja. Oder ich habe noch eine bessere Idee. Wir machen das so, dass, wenn ich jetzt noch die Hauptfront an unserer Hauptgrenze zu Polen errichte, dass sozusagen die kompletten Truppen für Polen dieses Pferd bekommen.
dieses Wappen, damit wir auch besser Bescheid wissen, um welche Front es geht, wenn wir hier nur ins Oberkommando reinschauen. Ich denke, mit der Geschwindigkeit von 3 sind wir eigentlich auch noch alle ganz gut betucht, sage ich jetzt mal. Weil 2 haben wir jetzt halt auch gesehen, ist doch schon noch ziemlich langsam. Werden wir jetzt auch mal im Schö. Ja, das ist schon mal gut. Wir haben jetzt den 4-Jahres-Plan abgeschlossen und der ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Da wir das mit dem Anschluss uns noch nicht erlauben können, würde ich sagen, gehen wir straight auf die Autarkie, was uns wirtschaftlich auch nochmal weiterbringt. Das große Ziel unterm Strich ist eigentlich, um ehrlich zu sein, dass wir diesen zusätzlichen Forschungsslot bekommen. Und wenn wir diesen haben, sind wir halt. Können wir schneller erforschen und sind halt dann moderner wie der Rest, wie quasi die feindlichen Truppen. Ja, wie ich eben schon angedeutet habe, wir werden jetzt einfach mal unten im schönen Rheinland eine Truppe an Fliegern positionieren und werden auch diese mal trainieren lassen. Also wie ihr seht, wir sind jetzt eigentlich schon so am Versuchen, den deutschen Luftraum so ein bisschen damit zu sichern. Weil, wie die meisten Leute wissen, eines der größten Probleme der deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg waren zu Ende des Krieges, dass die deutsche Luftwaffe quasi versagt hat. Das hat sie auch schon früher. Aber dort war es was stärker. Also jetzt sehen wir, dass sie. Okay. Könnt ihr gerne lesen, wenn ihr wollt. Jetzt sehen wir, dass die Brasilianer nicht mehr weiter handeln wollen. Gehen wir mal zur Niederländischen Linie, die haben sehr viel Gummi. Und an sich lohnt es sich doch, das zu machen. Wir laden jetzt mal Hjalmar Schacht ein, um unsere Industrie auf die Beine zu bekommen. Also wie gesagt, es gibt sicher Leute, die dieses Spiel anders spielen und die auch sagen, ist doof, dass du jetzt hier nur auf Industrie erstmal gehst, aber ist es mein Weg? Ihr könnt gerne eure Kritik in die Kommentare schreiben, darüber freue ich mich auch. Wenn euch das Video irgendwie weitergeholfen hat oder es interessant war oder ihr neue Funktionen gelernt habt, würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, könnt ihr auch disliken, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Und ja. Ich glaube, die Truppe Österreichs werden wir jetzt auch abziehen Richtung Polen. So. Sieht so aus, als wäre die Rekrutierung gleich auch erstmal durch. Das würde uns auch schon mal weiterbringen. Das ist dann die Armeegruppe Westpolen jetzt. Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt nicht, warum die Truppen nicht mitgehen.
Doch. Aber die nicht. Das ist der wunderschöne Vorführeffekt. Wir kennen ihn noch alle. Gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Der Herr Küchler nehmen wir wieder. So. Dann benennen wir den ganzen Trupp auch wieder um. So. Eine Sache, die wir natürlich auch versuchen werden, ist, dass wir keine zu hohen Verluste erleiden. Und deshalb setze ich auch relativ viel Wert darauf, dass wir unsere Soldaten nicht einfach so verbrennen. Weil ich persönlich sehe keinen Nutzen drin. Okay. Also das nationalistische Spanien ist jetzt im Bürgerkrieg mit den republikanischen. Ja, wir werden denen mal Luftfreiwillige senden. Mal gucken, wie viel wir schicken dürfen. 210, okay. Das Luftgeschwader in Berlin ist gut aufgestellt. Dann werden wir die mal vor Ort bringen. Mal gucken, was unsere Luftwaffe ausrichten kann, um den Spanier zu schützen. Weil an sich Verbündete sind immer gut in diesem Spiel. Luftnahunterstützung ist meiner Meinung nach eine sehr effiziente Art zu unterstützen. Ja, aber wir werden doch lieber unsere Luftflotte nach Nordwest Sibirien verschicken und werden von dort aus unterstützen. Dann sind wir halt auch, wie ihr seht, im Schutzfaktor für Madrid und das ist doch wichtig, weil Madrid nun mal die Hauptstadt ist. Zudem haben wir einen neuen Fokus. Wir werden jetzt uns um den Hermann Göring Werke kümmern. An sich denke ich, werden wir jetzt auch gleich direkt mal einen Militärattaché zu den Spaniern schicken, um die spanischen Kriegsbemühungen zu unterstützen und den Bürgerkrieg hoffentlich so schnell wie möglich zu beenden. Also schicken wir deutsche Offiziere nach Spanien. Oh, die Spanier wollen keine deutschen Offiziere. Gut. Dann lassen wir das lieber. Sie sind anscheinend mit der deutschen Luftwaffe doch schon zufrieden. Also wie man sieht, es gibt gegnerische Luftwaffe, aber an sich sind wir doch schon etwas die feindlichen Truppen am Beschießen. Es ist nicht viel momentan, aber man vertut sich in einem Bürgerkrieg, kann manchmal so eine Kleinigkeit entscheidend sein. Die Stabilität hochzutreiben, werden wir jetzt auch mal kurz Friedensversprechen machen. Weil wenn wir eine hundertprozentige Stabilität haben, bringt uns das auch bei den Fabriken für Konsumgüter
nach oben und wir haben einen besseren wirtschaftlichen Effekt. Ja, der Bürgerkrieg in Spanien tobt. Blutvergießen ist dort doch sehr stark vertreten. In Deutschland werden weiterhin die Luftgeschwader ausgebildet und die Hermann-Göring-Werke werden gebaut. Ich denke, wir sind weiterhin auf einem guten Weg zur Expansion Deutschlands. In die industrielle Entwicklung investieren wir momentan viel und ich denke, das wird uns in der Zukunft helfen. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir werden uns in der nächsten Folge Hearts of Iron 4 wiedersehen und hoffe, dass wir weiterhin große Fortschritte machen. Also dann, ciao.